Guten Morgen, meine Lieben. Ich drehe mal wieder für euch. Also viel Spaß bei meinem Video. Das ist heute mein Frühstück. Und zwar habe ich Brot. Heißt das dunkles Brot mit Körnern? Mit Salami, drei Scheiben und eine Scheibe Käse, Sandwich-Käse, glaube ich, heißt das. Und eine Glas Milch. Ich weiß, ich sollte lieber Müsli essen morgen, das habe ich gestern gemacht, aber heute hatte ich darauf Lust. Von daher, ich spare ja die Punkte jetzt auf. Von daher klappt das. So, guten Morgen nochmal. ja, ich wollte jetzt in die Stadt fahren, hab ein Date. ja, mal schauen, was daraus wird. Außerdem wollte ich noch ein bisschen shoppen mit 10 Euro. Ich weiß, ist nicht viel, aber so Kleinigkeiten brauche ich, Stifte und ja, so Papier brauche ich, weil ich wollte irgendwas für Weight Watchers machen, so eine die Gewichtstabelle, weil nur im Internet zu sehen, wie viel ich abgenommen habe, pusht mich jetzt nicht so richtig. Von daher will ich das schriftlich haben. Von daher, ja, kaufe ich das. Cool, ob das was Günstiges gibt. Dann nehme ich euch mal wieder mit. Bis gleich. Das war jetzt mein Tag. Er war jetzt nicht so berauschend. Ich war ja in der Stadt, hat noch ein bisschen eingekauft, so Buntstifte. Ich weiß, ich will irgendwas machen wegen dem Gewicht-Tabelle. Auf dem Blatt Papier irgendwas zeichnen. Gewicht-Tabelle, weiß ich nicht hundertprozentig, ob ich das mache oder irgendwie nur mein Gewicht eintrage. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Außerdem hatte ich ja heute ein Date. Das war sehr gut. Also, wir haben uns sehr gut verstanden. Wir haben uns im Internet kennengelernt und ja, mal schauen, ob was daraus wird. Ja, man kann ja mal, man weiß ja nie, ne? ja, außerdem war ich bei meinen Eltern und da haben wir Muscheln gegessen. Mein Vater mag die so gerne und ich aus Solidarität, wie es heißt, also ja, einfach mitgegessen. Ja, gut, ich mochte sie jetzt nicht gerne, aber ich habe einfach gegessen. Die hatten insgesamt 6 Punkte und dann war dazu noch so eine Knoblauchbuttercreme, irgendwie so eine Art. Das hatte dann schon 4 Punkte. Und ein Baguette-Scheibchen, 2 Punkte. Insgesamt, ja, Punkte halt, ne? außerdem habe ich jetzt gerade in Berlin da dieser angebliche Attentat. Furchtbar, dass es sowas auch in Deutschland jetzt angekommen ist. Man weiß ja noch nicht, ob es jetzt ein Anschlag war oder halt nur ein Unfall. Man hofft ja, dass es nur in Anführungszeichen, das ist schlimm genug, ne? 9 Tote jetzt bisher und 50 Verletzte. Es ist jetzt, wie spät? 22:30 Uhr. Aber hoffen wir mal in dem Sinne, dass es nur im Anführungszeichen, das ist ja schlimm genug, 9 Tote, dass es so bleibt, ne? Aber schlimm. Ich wünsche den Angehörigen alles Gute, ne? Herzliches Beileid, wenn sie ja dieses Video sehen sollten.
Ja. Aber trotzdem werde ich jetzt morgen wieder auf den Weihnachtsmarkt gehen, hier in Hameln. Weil ich nicht glaube, ja, man weiß ja nie, wo jetzt der nächste Anschlag passieren könnte. Das letzte war ja im Wims, irgendwo im Norden oben. Mit den Nadeln. Bombenanschlag mit Nadeln oder so, habe ich gehört. Man weiß ja nie, was passiert, ne? Aber man darf sich auch nicht so doll verrückt machen, dass es jetzt irgendwo passieren könnte. Ja, es könnte irgendwann mal wieder passieren. Aber dafür immer zu Hause zu sitzen, nützt ja auch nichts. Also, das wollen die ja oder so. Die wollen ja Angst schüren, diese Attentäter. Und das ist ja auch blöd dann. Ja, dieses Video wird jetzt ein bisschen kürzer heute. Letztes Mal waren es ja 6 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da gelabert habe. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Ich hatte ja mit meiner Oma gesprochen, dass ich nach Spanien fliegen kann. Und das ist jetzt so gut wie sicher. Und zwar fliege ich aber erst im März. Das ist schon mal sehr gut. Bisher kann ich mal gut Sport machen und endlich ein Gewicht mehr verlieren. Und ich hoffe, dass es klappt zumindest. Außerdem ist es so, dass ich dann nur 3 Wochen hinfliege. Das Problem ist nur, ich muss dann... Ja, meine Oma ist alleine da dann. Mein Opa ist schon in Deutschland wieder. Ich müsste dann mit meiner Oma einkaufen fahren oder irgendwo hinfahren. Nur damit habe ich am größten Schiss vor. Weil ich einfach Angst habe vor dem Autofahren. Nicht alleine Autofahren. Also jetzt, Quatsch. Wenn ich jetzt alleine Auto fahre, irgendwo, ich bin alleine schon nach Hannover gefahren, meine Eltern abgeholt, ne, vom Flughafen. Das ist gar kein Problem, weil ich alleine in diesem Auto saß und mir keiner zugucken könnte, wie ich fahre. Ich bin nicht Autobahn gefahren, das kann ich, glaube ich, nicht. Da habe ich große Angst vor, so was von schnell. Lieber nicht, dann lieber Landstraße. Nur dann müsste ich ja meine Oma dabei sein, also mein Leben. Hör doch mal, meine Oma würde dann daneben sitzen und das wäre jetzt keine gute Idee. Mal schauen, wie das so wird. Aber na gut, ist noch lange hin. Ja, das war's heute für meinen Blog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn, dann lasst doch mal ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen. Dann bis morgen. Tschüss.